Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ihr Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute die wöchentlichen Top-Partien wieder am Start. Mit einem seltenen gemischten Spielerpack als Gesamtbelohnung. Wir haben aktuell leider keine richtigen Special Cards mehr in den Packs, weil ich dachte, okay, komm, wartest du mal jetzt ab, was kommt zum nach den Out-of-Position-Spielern. Ich dachte, vielleicht kommen schon ein, zwei Player noch in die Packs. Boosterkuchen hätte ich mal zu den Out-of-Position noch geöffnet. Egal. Wir fangen an mit Olympique Marseille gegen Olympique Lyon. Dafür brauchen wir mindestens einen Franzosen in der Startelf. Maximal vier Länder dürfen wir ins Team einbauen. Wir brauchen zwei Vereine, drei seltene Spieler und eine 14er Chemie. Wir haben eine 15er Chemie. Ich bin natürlich erstmal, wie man es so macht, in die Ligue 1 gegangen. Hab mir da jetzt ein paar Spieler hier reingestellt, die Franzosen sind in dem Fall. Also hier hinten drei Franzosen, beziehungsweise noch einen im Sturm dann, den vierten. Und dann noch den Rosario von Nizza. Weil, warum nicht? Dann hatte ich mit denen die Chemie halt eben voll, mit den Spielern aus der Ligue A, über die Ligue A halt eben. Da haben wir jetzt halt, ja, zwei Chemiepunkte auf fünf Spieler, mit dann noch teilweise drei, wobei, nee, auf alle fünf drei Chemiepunkte, so, durch Nation und Verein im Zweifel. Dadurch waren wir halt bei 15 Chemie und dann konnte ich den Rest einfach mit Bronzespielern auffüllen, relativ simpel tatsächlich. Hier kann man theoretisch auch nur Bronzespieler benutzen, habe ich jetzt halt nicht gemacht, weil ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwie hinkriegen können, aber ich dachte mir, komm, scheiß drauf, mache ich halt das mit den Goldspielern, die meisten sind eh untradable und die ziehst du halt eh zu Genüge wieder. Also wie gesagt, ihr könnt das theoretisch auch mit Bronzespielern komplett machen, habe ich jetzt halt nicht persönlich gemacht. Ja, kriegen wir nichts Besonderes für, ich glaube ein 5K-Pack, genau, nothing special. Atletico gegen Espanyol ist die zweite Challenge, da brauchen wir einen La Liga-Spieler. Mindestens 5 Spieler aus der gleichen Liga, mindestens 2 Silberspieler, mindestens 4 seltene, 18 Chemie und das war's. Ich habe hier wieder mit La Liga-Spielern aufgefüllt, bis ich die Full Cam hatte, in dem Fall 18 Chemie genau. Da habe ich jetzt 2, 4, 6, 7 Spieler benutzt oder reingehauen aus der La Liga. Davon kriegen 3 Leute 2 Chemiepunkte ab, das sind dann 6 und die anderen 4 kriegen jeweils 3, das sind dann 12. Das geht nicht ganz auf. Nicht blöd. 4 mal 3 sind 12. Okay, dann nochmal 3 mal 2 sind 6, dann 18. Passt. Und den Rest habe ich dann halt mit Silberspielern aufgefüllt. Beziehungsweise einem Bronze-Dude hier. Und dann noch ein Silber-Dude, die selten sind. In dem Fall die kommende Ballkarten halt. Weil ich davon noch welche im Verein hatte. Auch relativ simpel. Also, ich gehe meistens dann halt mit einer Liga, soweit ich muss. Und den Rest fülle ich dann halt mit Silber oder Bronze out of position auf, so wie man es. So wie es halt passt. Hier braucht ihr dann halt noch seltene Spieler, deswegen die beiden kommenden Ballkarten da. Ja, auch wieder nicht allzu schwer. Wir haben sogar einen Espanyol und einen Atletico-Spieler hier drin, sehe ich gerade. Passenderweise. Ja, ich habe halt einfach Spieler genommen, die relativ low-rated sind und die halt von den Positionen her natürlich passen. Da muss man sich auch ein bisschen danach richten. Das ist dann aber auch aufgegangen, würde ich sagen. Und dann kriegen wir. Achso, ja. Stimmt. Das waren nur die Silberdudes auf der Bank von dem Hudson-Odoi-Team, was ich da für Manager-Meisterstück gebaut habe. Juventus Turin und Inter Mailand ist die nächste Challenge, oder gegen Inter Mailand ist die nächste Challenge. Wir brauchen einen Juve- oder Inter-Spieler, mindestens 2 aus der Serie A, maximal 5 Spieler aus einem Verein dürfen wir benutzen, mindestens 3 Spieler aus demselben Land, 72er Rating mindestens und eine 22er Chemie. Wir haben 24 Chemie, auch hier bin ich wieder in die Serie A gegangen, habe alles soweit aufgefüllt, wie ich musste, dass ich auf die 24 in dem Fall komme. Um halt full zu sein, was die Chemie angeht. Das sind dann jetzt halt hier 3, 6, 8. 8 Serie A-Spieler auf der richtigen Position jeweils. Natürlich auch nochmal ein paar Vereinsdopplungen und Nationsdopplungen hier mit reingepackt. Dass sie halt alle durch die, also durch die Liga kriegen alle schon mal 2 Chemiepunkte. Wobei, nee, Quatsch, durch die Liga müssten alle schon auf 3 kommen. Genau, das sind ja schon 8 Serie A-Spieler, dadurch kommen die alle auf 3 durch die Liga allein schon. Und da hat es sogar gepasst, dann hätte man sogar auf die Nation und die Vereine scheißen können. Wir haben sogar auch 5 Italiener, also die Italiener kriegen sogar dadurch auch nochmal theoretisch schon alleine 2. Egal. Ja, also dadurch sind wir halt auf die Full Cam gekommen und den Rest, ihr ahnt es, habe ich wieder mit Bronzespielern aufgefüllt. Auch hier wieder relativ simpel. Dadurch, dass es halt dieses Jahr keine direkten Links mehr zu gibt, auf die man achten muss, sind die Teams relativ schnell abgehandelt, weil du packst halt random die Spieler auf die richtigen Positionen rein, die du halt im Verein hast und so lange, bis hier die Chemie voll ist. Was halt jetzt nicht mehr so schwierig ist, dadurch, dass sie nicht mehr zusammenhängen, die Spieler, durch die Position.
Und ja, dann geht es halt relativ fix, das Ganze. Auch mit dem Erklären hier. Letzte Challenge, da fehlt mir ein Spieler, okay. Ich hatte da, glaube ich, vorher einen französischen Bronzekeeper, den ich jetzt irgendwo anders schon abgegeben habe. Und deswegen hat hier die Chemie gefehlt. Genau ein Chemiepunkt hat halt gefehlt. Und den hat der Torhüter gehabt durch die Nation. Da hatte ich vorher einen Franzosen drin, glaube ich. Deswegen hat er gefehlt. Musste ich kurz überlegen. Passt aber wieder. Wir brauchen einen Chelsea-Spieler, einen Arsenal-Spieler. Mindestens vier Vereine im Team, drei seltene Spieler. 75er Rating, 26er Chemie. Die 26er Chemie haben wir exakt erreicht. Wir haben unter anderem 8 Premier League-Spieler drin. Dadurch kriegen wir die ganzen Premier League-Spieler schon mal easy full. Den Rest habe ich dann halt von den Positionen her so ein bisschen aufgeführt, dass das zumindest der Mittelstürmer jetzt in dem Fall und der Torhüter sich den Chemiepunkt auch noch teilen, auch mit den Innenverteidigern natürlich, also dass die halt von einer Nation sind, dass sie dann nochmal jeweils einen Chemiepunkt dazu bekommen, die wir brauchten. Also wir hatten halt 8 mal 3, sind 24, dann brauchen wir noch 2. Das waren jetzt in diesem Fall der Torhüter und der Mittelstürmer, die durch die Nation nochmal jeweils einen Chemiepunkt bekommen. Theoretisch hätte man da auch 2 Bronzespieler nehmen können, die einen Perfect Link haben oder zumindest aus dem gleichen Verein kommen, dann wäre das auch abgehakt gewesen. Hatte ich nicht, deswegen habe ich so gemacht. Ja, den letzten habe ich dann halt aufgefüllt, den Bronzespieler. Auch hier wieder nicht allzu schwer. Halt geguckt, was meine Vereine hat aus der Premier League. Boom, reingeklatscht. Hat gepasst von den Anforderungen. Easy going. So haben wir das Ganze auch fertig. Die Top-Partien und ja, öffnen die, würde ich sagen. So. Fangen wir an dem 5K-Pack. Also die Packs sind mittlerweile halt echt leider sehr shit geworden von EA. Also die packen ja richtig viele Schmutzpacks rein, leider. Was willst du machen? So, waren die Sacker stoßen ab. Muss mein Transfer das immer noch ein bisschen entleeren. Wobei jetzt aktuell kannst du halt nichts in den Upgrade-Packs ziehen, ne? Deswegen machen die halt wenig Sinn im Moment. Naja, egal. So, ja, auch nichts Besonderes hier drin. Können wir abstoßen. Dann haben wir das. Hier haben wir noch einen garantierten dann drin. Hier auch. Also öffnen wir erst das Premium gemischte Pack. Vielleicht kriegen wir da noch was Gutes. Wir kriegen sogar ein Board. Portugal, Rechtsverteidiger. Digga, ich ziehe diesen Pereira so oft. Ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Müsste auch immer noch ein Duplikat sein. Genau. Dann stoße ich jetzt hier irgendeinen normalen ab. Ja, hier den. Habe ich den vielleicht schon reingepackt irgendwo? Nee. So, den 83er habe ich schon mit auf die Transferliste. Nee, für SBCs ist es ganz gut, die noch in der Reserve zu haben. So, Prime Electrum Pack EA, gönn mal was Gutes nochmal. Nicht mal an Bord, perfekt. Englischer Torhüter Pope. Pope. Thuram. Und ansonsten Pöter. Naja, oh, ein ehemaliger Unionsspieler hier, Van Drongelen. Ja. Warum habe ich das so besonders angemerkt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, weg damit. Und dann haben wir das letzte Pack am Start, das seltene gemischte Spielerset. Garantierte 81 plus Spieler. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Board wenigstens. Okay, wir kriegen einen spanischen ZM. Fabian. Also die zieht man wirklich. Man zieht nie Lorente. Man zieht entweder vielleicht nochmal Parejo oder Thiago, aber nie Lorente. Und dann halt hier Fabian und Soler. Ja. Nichts Besonderes hier drin, leider. Schade, schade. Hier haben wir sogar einen Atletico-Spieler. Aber egal, ja. War ja auch, wie gesagt, nichts in den Packs großartig, außer halt das Team of the Week, was man ziehen kann. Schade, schade. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.